Wir sind am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Doch wir treffen hier keine Schülerin, sondern die Lehramtsstudentin Elena Giesen. Sie ist im dritten Semester ihres Masterstudiengangs und in der Regel sollte sie jetzt Bücher lesen oder Vorlesungen besuchen. Also warum ist sie hier? Für die Antwort gehen wir 3 Monate zurück. An der Universität Bonn kann man sich nämlich besonders praxisnah für das Lehramt ausbilden lassen. Ein wichtiger Bestandteil ist das Praxissemester. Damit das auch alles so klappt, müssen verschiedene Beteiligte zusammenarbeiten. Bei dieser Fachtagung wurde genau diese Kooperation bekräftigt. Doch wer genau arbeitet hier eigentlich zusammen und warum? Wer diesen Vertrag unterschreibt, ist einmal von universitärer Seite des BZL, also Herr Professor Glaum, für die Lehrerbildung hier an dieser Universität. Dann auf der anderen Seite des ZSFL, das ist eine Institution des Landes NRW, die letztendlich eben auch zum Ziel hat, schulpraktische Lehrerausbildung voranzutreiben. Das ist Herr Stein, der heute unterschrieben hat. Und das ist der Rektor der Universität, das bin ich, der ich dann letztendlich froh bin, dass wir dann auch den dritten Partner, das sind nämlich die Schulen hier in Bonn, aber eben auch im Rhein-Sieg-Kreis, in diese Struktur einbinden können. Es war heute eine tolle Stimmung. Zunächst mal haben wir sehr großes Glück, dass verschiedene Institutionen hier heute diesen Kooperationsvertrag bestätigt haben. Hier in Bonn haben wir den Vorteil, was ein echter Qualitätsausweis ist, an diesem einen Standort in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis mit einem ZFSL und einer überschaubaren Zahl von Schulen zusammenzuarbeiten. Und das führt dazu, dass die Kontakte sehr, sehr eng sind und der Austausch sehr, sehr leicht. Viel Praxis ist ein wichtiger Bestandteil einer guten Lehrerausbildung. Der Vorbereitungsdienst, das sogenannte Referendariat, hilft später, wenn man allein vor der Klasse stehen muss. Aber ein Praxissemester davor bringt noch mehr Vorteile. Andere Referendare, die jetzt an der Schule sind, mit denen wir auch im Kontakt sind, die das Praxissemester nicht erlebt haben, sagen auch, dass wir einen großen Vorteil haben, weil wir eben ein halbes Jahr Vorsprung haben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, einmal schon mal in den Lehrberuf reinzuschnuppern, bevor es dann ganz ernst wird. Studierende gehen dadurch viel vorbereiteter und reflektierter dann auch in den Vorbereitungsdienst. Das sind Rückmeldungen, die wir inzwischen kriegen, weil jetzt die ersten Absolventen eben auch im Referendariat sind und man da aus den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung tatsächlich die Rückmeldung bekommt, dass diese Studierenden wesentlich reflektierter, gelassener auch und kompetenter an ihre weitere Ausbildung herangehen. Zurück zum Gymnasium. Hier unterrichtet heute Elena Giesen vertretungsweise in einer 8. Klasse. Das Fach bilinguale Erdkunde. Für die Schüler steht heute ein neues Thema auf dem Lehrplan, die Savanne. Okay. And now there are 2 different kinds of animals mentioned in this text. They are called hoofed mammals and browsers and grazers. And mammals, do you know what a mammal is, somebody? Das Praxissemester ist 5 Monate lang. Das bedeutet natürlich einen tiefen Einblick in die Schule. Ich darf nicht nur mich im Kollegium wirklich entfalten und dort meine Rolle finden, sondern auch gegenüber den Schülern. Ich bin nicht mehr die kleine Praktikantin, die nur hinten sitzt, sondern ich darf immer vorne stehen. Und das sind ganz besondere Momente, die man auch mal erfahren darf. Da ist man mit den Schülern viel näher dran. Ich darf auch mal zurechtweisen, ich muss mal disziplinieren. Das übt man vorher nicht als Praktikantin. Aber ich darf eben auch mal meinen Unterricht selber vorbereiten und spontan einspringen und ganz viel mitmachen. Die Stunde heute war vorerst die letzte für die Studentin. Sie hat damit ihr Praxissemester erfolgreich beendet. Aber es ist nicht immer alles so glatt gelaufen. Ja, also meine ersten Unterrichtsstunden, da habe ich gefühlt echt 18 Stunden zu Hause gesessen, irgendwelche Arbeitsblätter vorbereitet und dann stehe ich hier und dann hatte ich zu wenig Material. Und dann waren die doch alle schneller fertig oder die einen haben noch viel mehr Hilfe gebraucht, als ich es ihnen auf den Blättern angegeben habe. Und dann steht man da und denkt so, Gott, was denn hier passiert? Und so die Stunde heute war schon wieder viel entspannter auch als am Anfang, weil ich wirklich zu mir als Lehrerin finden konnte in der Zeit. Ich fühle mich vor einer Klasse jetzt viel selbstsicherer. Ich habe auch den Kurs, den ich heute hier begleitet habe, durfte ich jetzt auch schon die ganze Zeit begleiten und habe dort wirklich festgestellt, was die Schüler auch für Fortschritte gemacht haben in der Zeit, der ich hier war. Und das macht wirklich viel Spaß. Also Lehrer sein ist der richtige Weg für mich. Okay, thank you very much for today.
And next week we're going to continue with our savannas. Thank you very much for this lesson today. Thank you very, very much. You're really very welcome. Ja, ich glaube, die hatten Spaß heute. Und ich hatte Spaß heute.